Ich bin euer Georg Graubuth, das ist mit Diva Dynasty. Wir sind im Winter, erster Tag, erster Abend und da sind ein paar Leute, die unsere Hilfe benötigen. Aber wahrscheinlich können wir schon nicht mehr mit denen reden, genau. Ist nicht schlimm, dann gehen wir uns einmal waschen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Da vorne müsste ja ein tiefgefrorener Waschtopf sein. Oh Wunder, wir können uns sauber machen im Winter. So, dann machen wir eben mal ein paar Eisenhacken. Oh, ja. Wir hätten eher drücken sollen für mehr Eingabe. Der Ton, der sollte super sein. Müssen dann nochmal wieder Werkzeuge machen und so ein Kram, aber jetzt machen wir erstmal die Mission. 10 Eisenhacken. So, was ist die andere Mission? Wäre Eisenarmbrust. Ach komm, wir machen 4. Eisenpfeiler. Dann wollen die ein paar Eisensperre. Und Eisenaxt. Haben wir das auch erledigt? Haben wir noch eben einen Hammer. Oh, wir können ganz viel Zinn verarbeiten. Zinn ist einzeln betrachtet ziemlich weich. Deswegen muss das mit Kupfer gemischt werden, damit es eine gewisse Härte erreicht. Damit Bronze entsteht. So ist das. Denn Bronze ist eine Legierung, besteht eigentlich zu ungefähr 60% aus Kupfer. Ja. Kupfer ist halt stabiler in der Härte als, naja. Der Rest. So, hier haben die schon mal angefangen, Sachen zu machen. Wir wollten da oben hin. Ich weiß, in der Fischerdorf unten sind immer noch Sachen zu machen. Hier haben die das mit dem Sehen irgendwie nicht so ganz hinbekommen. Aber hier können wir doch noch. Nee. Schade. So. Ja, wir haben keine Haken mehr dabei, kann das sein? Doch, haben wir doch noch. Können wir den schnell haken? Dann machen wir hier noch einen Kirschblumen. Haben wir den auch. Dann müssten wir hier noch so ein Pony, du stehst ein bisschen im Weg. Du kannst mal nach hier gehen.
machen. Was Größeres. Langer Kreuzzaun. Hier so. Das ist jetzt irgendwie doof. Easy. Und die Leute ja nicht überall rumlaufen, als wären sie irgendwie Gott in Frankreich oder so. Nee, kein Tisch. Ich wollte eigentlich eine Bank oder so. So. Aber das so. Mit so ein bisschen Schräglage da drin. Perfekt. Dann könnten wir eigentlich hier die Reihe noch durchziehen, ne? Schauen wir mal, ob das geht. Ist eigentlich auch blöd, dass man nicht ganz normale Bäume einpflanzen kann. Das wäre halt mal so ein Ding, ganz ehrlich. Wenn man das könnte. Die einfach wild verstreuen könnte, die normalen Bäume. Pflaumensaft. Kann man auch nochmal guten Schnaps draus machen. Oder einen Brand, je nachdem, auf was ihr so Bock habt. Ein paar Birnen. Kann man immer gut Sachen daraus brennen. So. Dann könnte man eigentlich ab hier so. Größere Mauer mal ziehen, einfach so variabel, ne? So. Nicht. Da könnten wir theoretisch, damit hier keiner reinläuft,
Ja, es ist Absicht so gebaut. So. Ja, mit Absicht so rum. Ich will das so. Das will ich eigentlich so nicht. Könnten wir hier... So. Nehmen wir mal so. Machen wir doch anders. Können wir doch so nicht. Machen wir doch. Boah, dass man das nicht einfach komplett. Also ein ganzes Feld kannst du auf einmal abreißen. Aber so ein Zaun. Ein Zaun ist dann wieder schwierig. Dass man das auch nicht beim Ziehen drehen kann, ne? Das wäre halt so eine Optimob, die Sache. Wäre richtig gut. Dass man nicht sagen kann, hier Doppeltor reinbauen oder so. Ja, dann machen das andere Tor dahin. Wir nehmen doch was ganz anderes. Und dann machen wir da vorne Bank. Oder auch zwei. Ja, so gefällt mir das. Ja, die Dinger sehen ja beidseitig gleich aus. Lass mal erstmal so stehen. Ja,
Ja doch, lass mir erstmal so stehen. My uncle had been building his house for 10 years. I wonder how much time it would take him to build a settlement like this one. Ah, es ist wahrscheinlich 2 Tage länger oder so. Okay, die jäten hier trotzdem feuchtfröhlich vor sich hin. Guter Mann. So lobe ich mir das. Ah, wieder ein kleiner Junge, der etwas möchte, ja. Gesneakt. Der schläft jetzt da. Naja, gut. Hä? Er ist in der Mine. Das war laut. Hello. See you around. Kirschwein, der Zigane. Kann ich verstehen. Ist auch sau lecker, das Zeug. Dann schauen wir mal, wo wir hier den Kirschwein noch haben. Müssen wir jetzt noch eine neu bauen. Vielleicht haben wir auch noch eine im Lager liegen, dann geben wir das eben noch schnell ab. Komm her, Pony. Und los geht's. Wir nehmen den normalen Weg. Das finde ich hier ganz schick mit den Laternen, wenn es dann abends ist. Frühling oder so. Hier sind ganz viele Lehmgruben, das ist eigentlich auch ganz praktisch. Nicht mit mir an, Junge. Ich habe ein Messer in der Tasche. Und er ist seit langem mal wieder ein Wolf getötet. Was? Wir haben doch noch eine Killquest. Ach, das sind die Füchse. Die sind so mal nervig. Laufen wir mal vor einem weg.
Ah, ich weiß, das ist kein Wolf. Das ist kein Fuchs. Aber die haben mich jetzt genervt. Ja, doch. Sollten wir ordentlich was hier wegkriegen. Werden vielleicht noch ein paar Kupferäxte oder so bauen sollen, aber jetzt gehen wir erstmal die eine Quest ab. Weil wenn der jetzt immer mehr Waffen haben will, dann ist das schon nicht schlecht, ne? Vielleicht geht ja diese eine Hauptquest dann mal irgendwann weiter. Wir haben alle Häuser belegt, alle Leute sind in der Arbeit. Ups. Schnell was trinken. How are you? Have a good day. How are you? Have a good day. How are you? Goodbye. Easy. Oh, price is so low, you don't need to haggle. Ich haggle nicht. Ich nehme dir direkt alles weg. With great power comes great responsibility. Ja, ja, ja. Du hast alles, was du sagst. Flappy, flappy, flap, flap. Ja, 635.000, was haben wir? Perfekt. Oh, schade. Naja, stampf die Butter, Digga. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.